Hi, hier ist Marc. Ich bin heute hier auf einem Trail unterwegs und es geht um das Thema Kurven. Und auf E-Bikes, ob auf der Straße oder auf dem E-Mountainbike, sind immer ein wichtiges Thema und da gebe ich euch grundlegende Tipps. Ihr kennt alle den Spruch, man fährt dahin, wo man hinschaut. Man kann auch sagen, schau dahin, wo du hinfahren willst. Wenn wir jetzt ein Beispiel haben, eine normale Kurve, schaut man erst in die Kurve rein, wenn man in der Kurve ist, dann zum Kurvenausgang. Dabei ist es wichtig, dass man mit den Augen, mit dem Kopf, der Schulter, der Hüfte mitdreht und dann kann das Rad auch dem Kurvenverlauf folgen. Die Regel, dass man dahin schauen sollte mit dem Körper, wo man hin möchte, gilt immer, aber der Untergrund bei Kurven ist sehr verschieden. Sprich, wenn man auf Asphalt fährt, dann ist es so, dass man oft im Sitzen fährt, man lehnt sich dann mit dem Rad und dem Körper in die Schräglage, die Blickführung bleibt. Wenn man nun auf Schotter fährt oder im Wald, ist es so, dass man sich natürlich hinstellt und wenn man dann den Sattel am inneren Bein spürt, dann ist das Rad mehr geneigt als der Körper. Mit dem E-Bike ist es natürlich so, dass einem der Motor helfen kann, mehr Geschwindigkeit aus der Kurve rauszuholen. Bitte beachtet aber, E-Bikes haben sehr tiefe Tretlager. Sprich, wenn man zu früh, während das Rad noch in der Schräglage ist, pedaliert, kommt sehr früh die Kurbel oder das Pedal auf den Boden auf und das ist eine akute Sturzgefahr. Mit dem E-Bike ist es auch für jedermann möglich, bergauf den Kurvenflow zu spüren. Sprich, wenn man dabei in einer sehr hohen Unterstützungsstufe fährt, ist es wichtig, dass man auch die Bremse, die hintere, dabei schleifen lässt, damit einen der Schub nicht aushebelt oder man zu unkontrolliert ruckartig in der Kehre bergauf fährt. Der tiefe Schwerpunkt des Motors und des Akkus helfen euch, ein gutes Handling am E-Bike zu haben und auch schnelle Richtungswechsel zu meistern. Zum Schluss noch ein Kurventipp für alle E-Biker und auch die Nicht-E-Biker. Wenn ihr im Sitzen eine Straße runterfahrt, es kommen Kurven, lasst die Pedale waagerecht auf einer Höhe, weil es besteht die Gefahr, wenn der innere Fuß unten ist in der Kurve, dass er aufkommt und ihr stürzt. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann.